immer eine gute Idee, Holzfässer zu töten. Wer will denn schon helles Pferd, okay? Das Einzige, was es bringt, ist irgendwie Mut für kurze Zeit zu erhöhen. Oder sowas. Und dazu bin ich wirklich jetzt zu unbegabt, um da irgendwie einen Sinn dahinter zu sehen. Die Frage ist, wo geht's jetzt hier lang? Sind wir hier überhaupt richtig? Ich glaube, wir sind hier falsch. Aber das ist gut. Weil wir wollen ja alles erkunden. Oh mein Gott, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist doch irgendwas. Eine Wolfsratte. Schnappen wir uns diese Wolfsratte. Ich mache erstmal... Nein, ich hole erstmal einen Gefährten her. Amazone voraus. Du darfst... Ja, warten wir erstmal, bis die Wolfsratte ein bisschen da ist. Können wir sie so sehen? Ja, irgendwie... Ach, da ist ja die, die ist ja gleich da. Das ist das Ding ja schnell. Ach, das ist ja die Beschworene. Ich bin ja auch ein Heinz. Also wir machen erstmal gemeinsam Angriff. Dann haben die nämlich die alle ausgewählt. Gute Entscheidung. Machen wir das hier. So geht das nämlich ganz einfach. Oh, die hat ja auch ein paar Zauber. Da werden wir uns später dann auch erkundigen. So, stirb du räudiges Vieh. Und sie ist tot. Dann nochmal ein bisschen zaubern. Ich mache einfach immer alle Spezialattacken drauf. Wenn ihr schlauere Taktiken habt oder wisst, was ich, ob ich irgendwas falsch mache oder was besser machen könnte, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich bin wirklich kein Pro-Gamer. Und ich bin auf jede Hilfe angewiesen, die ich bekommen kann. Oh, jetzt haben wir die gar nicht durchsucht, gell? Schauen wir doch mal rein. Ein Wolfsrattenschwanz. Ich nehme den mal mit, aber ich glaube, der bringt uns nicht so viel. Wie gesagt, bei Drakensang 2 war das so, dass der eine Koch ganz scharf auf die Teile war. Und da war ein Informationssymbol. Eine rissige Wand. Wer hätte das gedacht? Aber wir wollen natürlich nicht durch die rissige Wand. Wir gehen erstmal hier lang und hoffen, dass da nicht noch weitere Wolfsratten sind. Das ist ja wirklich hier eine Plage. Die Heilsalben kommen, glaube ich, zu dem guten Forgrim. Aber das sehen wir später dann noch. Wie groß ist das denn hier? Und ich glaube nicht mal, dass wir... Ja, wir sollen hier eigentlich ja gar nicht unbedingt hin. Wir kämpfen einfach mal normal gegen die, weil ich würde mir lieber meine Ausdauer und alles... für die richtigen Brocken aufheben. So. Hier geht's nirgends weiter. Okay, das ist natürlich nicht so toll, aber was soll man machen? Dann wissen wir auf jeden Fall, dass es hier irgendwo lang geht. Und da ist es zugewuchert. Schade. Und hier wachsen seltsame Pilze. Interessant. Okay, dann geht das jetzt wohl nur noch hier lang. Und eine verschlossene Gittertür. Alles klar. Klar, das kann sie hoffentlich öffnen. Ach, das war nichts. Ja, sie hat Haarnadeln. Ich glaube nämlich beinahe, dass es immer so ist, dass wenn man keine Haarnadeln dafür verwendet, dass es dann überhaupt nicht funktioniert. Oh, sie hat zittrige Hände, das war keine gute Idee. Oh, verdammt, verdammt. Wir warten erstmal, bis sie keine zittrigen Hände mehr hat. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob man, vielleicht bei, ach fu, wo ist das denn? Dafür brauchen wir Intuition und Fingerfertigkeit. Ach wurscht. Ich hätte jetzt natürlich noch mit irgendwelchen Zaubern schauen können, ob da irgendwie was geht. Ach, schade. Richtig schade. Da hinten geht es auf jeden Fall noch irgendwo hin. Hoffentlich verpassen wir da nicht irgendwas Wichtiges. Wahrscheinlich ist da hinten der Handschmeichler, der in dieser einen Quest von uns erfragt wird. Das war natürlich extremst bitter und das hoffe ich jetzt auch mal nicht. Dann gehen wir eben zurück und machen die Hauptquest weiter. Beziehungsweise da ist eine Holzwand.
Ein Holzfass. Kohle. Quellwasser. Und noch eine Kiste. Ach, Kinder, jetzt nehmen wir das mal mit. Und unser Viech ist gestorben. Wir können den Modifikator erhöhen. Sind wir gerade eine Stufe aufgestiegen oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Oh, tatsächlich. Ja, das ist ja mal witzig. Ist da noch jemand aufgestiegen? Was hat sie denn noch gleich? Ich kann mir das nicht merken. Ich glaube, das war Hiebwaffe. Ne, Einhandwaffe, so kann man. Einhandwaffe. Hä? Das steht ja gar nicht da, oder bin ich jetzt blind? Ne, Talentsäbel, so rum. Dann machen wir das auch mal so. Ein Schwert, ein Wort. Hiebwaffe, okay. Und sie hat... Das ist wahrscheinlich auch... Ne, das ist Talent Fechtwaffen. Komm, das machen wir einfach mal so ganz hoch. Die anderen Fähigkeiten, Fertigkeiten, was auch immer, können wir uns später anschauen. Das will ich jetzt nicht an dieser Stelle machen, warum auch immer. Ich glaube, vielleicht schaue ich mir das auch mal offscreen an, damit ich euch damit nicht die ganze Zeit dann belästigen muss. Und ich kann mir ja von Peter, weil der ist ein relativer Drakensang-Pro, ein paar Tipps geben lassen. Und ja, vielleicht kann ich unsere Charaktere dann noch relativ gescheit skillen. Das wäre natürlich wünschenswert. Und wir haben vorhin gesehen, da sind welche weggerannt. Lassen wir die Feiglinge nicht entkommen. Das sehe ich genauso wie du, Hulana. Aber die sind jetzt bestimmt schon über alle Berge, wenn wir da... Wenn die da vorhin weggerannt sind und wir dann irgendwie so mehr oder weniger intelligent direkt in die andere Richtung. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Das können wir nicht öffnen, weil wir kein Drama dabei haben. Aber wir machen hier einfach mal alle Fässer auf. So ein bisschen Waffenbalsam ist ja immer ganz gut. Quellwasser kann ja auch nicht schaden. Aber so einen Scheiß brauchen wir dann wirklich nicht. Obwohl, bei der Mausefalle bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie nur so ein Pseudo-Item ist. Oder ob das eine wirkliche Falle ist. Das wäre natürlich auch interessant. Ah, da laufen sie. Haben also noch ein kleines Päuschen gemacht. Haben vielleicht noch was in dieses Fass gesteckt. Zum Beispiel ein bisschen Kohle. Die sind nach links gelaufen. Und hier erwartet uns eine Gittertür. Und zwei Fässer. Vielleicht ist da sowas wie ein Schlüssel drin. Ulmenholz. Ich weiß auch nicht, ob ich alles mitnehmen soll und dann einfach verkaufen soll. Wäre wahrscheinlich das Klügste. Aber ich will mir jetzt nicht mein Inventar vollstumpfen. Fuck. Was war das? Boah, scheiße, nein. Oh Mann. Jetzt müssen wir einen Umweg laufen. Eine Scheiße ist das. Wo geht's denn hier lang? Sieht ja nicht gerade einladend aus. Und ich frage mich, warum man das hier so edel baut einfach. Für sowas wie eine Kanalisation, das ist ja irgendwie auch relatively strange. Wir laufen jetzt da einfach mal runter. Hier ist freie Fläche. Aha, da hinten laufen sie also. Da müssen wir ja gleich, oder obwohl ich glaube, wir laufen gerade total dran vorbei. Sieht man vielleicht irgendwas auf der Karte? Naja, nicht so viel. Wahrscheinlich laufen sie hier gerade den Strang. Naja, das werden wir dann gleich sehen. Oh, ein Wasserfall. Eine Cutscene. Ich bin gespannt. Wow.
Ach nein. Der fette Typ, der uns einfach abserviert hat. Da wird uns gezeigt. Und ich glaube, sie haben uns bemerkt. Und jetzt ist nur noch der Typ da, um uns zu besiegen. Das ist natürlich relativ bitter, dass uns ein kleiner Kultist... Aber wahrscheinlich sind die jetzt scheiße stark und ich habe meinen Mund wieder total voll genommen. Nee, warte. Ich mache wieder, wie vorhin, eine... Wie heißt das? Eine hilfreiche Tatze. Ja, natürlich machst du das, Rolana. Dann sind wir gleich mal ein paar mehr. Oh Mann, ich werde wieder angegriffen natürlich. So, du darfst sterben. Oh, das ging ja jetzt schnell. Okay. Dann zeig mal, was du hast. Wurfdolche. Die nehmen wir einfach mal mit. Zur Not verkaufen wir die. Das ist ja auch cool eigentlich. Also sowas Cooles gebaut. Ich frage mich, ob das unter jeder Stadt so aussieht. Dann könnte das natürlich ein begehrter Treffpunkt werden. Naja, wahrscheinlich eher nicht, weil riecht sie auch so ein bisschen. So, da ist gerade einer von diesen Hämpflingen rumgerannt. Und wir verfolgen die natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie hier irgendwo eine Falle hingesetzt haben. Hier könnte garantiert eine Falle sein. Ich mach mal Adlerauge Lux. Oh. Aber ich sehe hier auch nichts. Na toll, das war ja wieder klar. Die sind durch eine Gittertür abgehauen und wir haben das Nachsehen.